Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr am Titel schon gesehen habt, die nächste Sub-Challenge steht bei mir an. Das heißt, ich muss neue Bücher für die nächsten 4 Monate ziehen. Das heißt, wenn die 4 Monate rum sind, sind wir schon Anfang Januar. Deswegen datiere ich das jetzt einfach mal auf Ende des Jahres, damit wir einfach für das Jahr einen klaren Schnitt haben und dann einfach von vorne beginnen können für die Sub-Challenge. Ich habe jetzt mal so ein bisschen überlegt und gedacht, naja, ich glaube nicht, dass ich 2018 vom Sub her noch abgearbeitet bekomme dieses Jahr. Ich hatte mir das ja vorgenommen. Das war ein ziemlich hochgestecktes Ziel, das wusste ich von Anfang an. Und mir war irgendwie schon klar, dass ich das vermutlich nicht schaffen werde, aber es hätte ja sein können. Man soll sich ja die Ziele immer hochsetzen. Und ich finde es aber überhaupt nicht schlimm, weil ich sehr froh bin, dass ich ja überhaupt den Subabbau begonnen habe, dass ich meinen Sub verkleinern möchte und dass ich da so ein bisschen auch ein Augenmerk drauf habe, so dass ich wahrscheinlich dann in der Hoffnung dann nächstes Jahr vielleicht die Bücher aus 2018 vollständig gelesen habe. Das würde ich mir jedenfalls wünschen und vielleicht ist das Ziel ja dann 2020 endlich erreicht. Und bevor ich jetzt meine Bücher für die nächste Sub-Challenge ziehe, dachte ich mir, ich gebe euch nochmal ein kleines Update zu der vergangenen Sub-Challenge. Bei mir ist das ja so, wer dieses Video zum allerersten Mal schaut, ich würfel von der Zahl 1 bis 6, wie viele Bücher ich ziehe. Und in meiner letzten Sub-Challenge habe ich 3 Bücher gezogen. Das heißt, ich habe 3 Bücher per Zufall gewählt, welche ich denn lesen müsste in den letzten 4 Monaten. Also ich habe mir einen Zeitraum von 4 Monaten gesetzt. Und die Bücher, die ich bis zu diesem Zeitraum nicht gelesen habe, gelten dann. Und ich habe mich entschlossen, das jetzt auch jetzt noch gelten zu lassen, auch wenn das Ende des Jahres noch nicht erreicht ist, dass sie immer quasi Buchkaufblocker sind. Solange ich diese Bücher nicht lese, darf ich mir auch keine neuen Bücher kaufen. Nur mal so als kleiner Spoiler von weg, ich habe in den letzten Monaten, ich glaube es war letzten Monat, mein Buchkaufverbot so ein bisschen gebrochen, aber das seht ihr dann in den Neuerscheinungen und ist tatsächlich gar nicht so wild, weil gar nicht so viel auf meinem Sub gelandet ist, deswegen seid ihr, verzeihe ich mir und ich hoffe ihr verzeiht mir auch. In meiner letzten Sub-Challenge habe ich 3 Bücher gezogen und diese 3 Bücher hatten es irgendwie für mich so ein bisschen in sich. Ich dachte eigentlich, dass ich sie in diesen 4 Monaten schaffen werde zu lesen. Habe ich aber nur zur Hälfte geschafft. Also ist die letzte Sub-Challenge nur so semi-gut gelaufen. Aber was ich geschafft habe, ist, dass ich meine alten Buchkauf-Blocker quasi halbiert habe. Aber dadurch, dass ich nicht alles geschafft habe, ist halt ein neues dazugekommen. Also habe ich plus minus 0 gemacht. Auf dem Buchstabe meiner letzten Sub-Challenge sind gelandet damals Das Haupt der Welt von Rebecca Gabier aus dem Bastei-Lübbe-Verlag, dann Leinensee von Anne Reinicke aus dem Diogenes-Verlag und zu guter Letzt Ehre von Elif Shafak aus dem Kein und Aber-Verlag. Ich beginne gleich mal hier mit Ehre und zwar hatte ich bei Instagram gefragt, welches Buch ich denn jetzt noch lesen soll. Da hatte ich zur Auswahl einen Buchkaufblocker, dieses Buch und Das Haupt der Welt. Und mit Mehrzahl wurde Ehre vorgeschlagen, dass ich das lesen sollte. Und das habe ich natürlich auch getan, wenn die Stimmen so eindeutig sind. Ich habe das Buch auch angefangen zu lesen. Und ich bin bis Seite 68 gekommen, 68, 69. Hier ist auch mein nächstes Zeichen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich für dieses Buch absolut nicht in Stimmung gewesen bin. Ich erkenne dieses Potenzial des Buches, das habe ich in den 69 Seiten schon erkannt, aber ich glaube, dass ich nicht die richtige Ruhe für dieses Buch aktuell habe. Ich glaube, dass man hierfür tatsächlich in Stimmung sein sollte und dass man das richtig aufsaugen kann, dass man es richtig verarbeiten kann und dass man auch diese Schwingung, die in diesem Buch herrscht, einfach mitnimmt. Und beim Lesen habe ich einfach schon gemerkt, dass ich hierfür nicht in Stimmung bin und dass ich hierfür einen richtigen Moment abpassen muss, damit dieses Buch auch wirklich das volle Potenzial bei mir entfalten kann.
Das ist so mein erster Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe. Vielleicht liege ich auch total falsch, weil ich kenne ja das Buch jetzt tatsächlich nicht und bei 69 Seiten kann man das Buch auch noch nicht kennen. Aber ich werde dieses Buch definitiv erstmal beiseite legen und ich habe für dieses Buch erstmal beschlossen, dass es kein Buchkaufblogger sein wird, weil ich habe es ja angelesen und einfach erstmal festgestellt, dass es für mich nichts ist. Anders sieht es bei Leinensee von Anne Reinecke aus. Da ist es so, dass ich es tatsächlich gelesen habe, auch vollständig gelesen habe. Und in meinen letzten 5 gelesenen Büchern könnt ihr dieses Buch auch entdecken, weil da habe ich es vorgestellt, wie es mir wirklich gefallen hat und was meine Kritikpunkte waren. Also im Großen und Ganzen hat es mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich habe natürlich ein paar Kritikpunkte, die mir so ein bisschen aufgestoßen sind, aber nichtsdestotrotz hat dieses Buch mir wirklich gut gefallen. Und ich bin sehr froh, dass ich es in meiner Sub-Challenge gezogen habe, weil ich hätte so ein bisschen den Gedanken, dass wenn ich es jetzt nicht in meiner Sub-Challenge gezogen hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch sehr, sehr lange auf meinem Sub versauert. Und somit habe ich dieses Buch endlich befreit und bin darüber sehr, sehr froh. Tja, dann ist nur noch eins übrig und es fehlt eigentlich nur noch ein Zustand und zwar das Nichtgelesen. Und das trifft diesmal bei das Haupt der Welt zu. Das habe ich nicht geschafft in den 4 Monaten zu lesen. Irgendwie hat es mich nicht danach gezogen, beziehungsweise kamen immer wieder andere Bücher dazu, die ich dann doch lieber lesen wollte, die in dem Moment irgendwie interessanter waren. Dann habe ich auch nochmal in meinen 12 Books and 12 Months geguckt, 12 Months and 12 Books geschaut. Da habe ich dann auch nochmal das eine oder andere gefunden und damit ist dieses Buch hier hinten runtergerutscht. Vielleicht haben mich am Ende auch die 660 Seiten, die hier drinnen stecken, abgeschreckt. Aber ja, nun ist es zu einem Buchkaufblogger geworden. Auch wenn wir jetzt September haben, habe ich mich dazu entschieden, dass die Bücher definitiv Buchkaufblogger werden, die ich in meiner Sub-Challenge nicht lese, beziehungsweise in dem Zeitraum. Und am Ende des Jahres entscheide ich mich dann, ob sie bleiben dürfen oder gehen müssen. Ich hoffe, dass ich es bis Ende des Jahres noch schaffen werde, dieses Buch zu lesen und ich mich dann nicht Ende des Jahres entscheiden muss. Aber ich bin mir ziemlich sicher, welche Entscheidung ich bei diesem Buch treffen würde. Wer meine Sub-Challenge aufmerksam verfolgt hat, weiß ja, dass ich vor dieser Challenge, also vor diesen 3 Büchern, die ich gerade gezeigt habe, bereits 2 Buchkaufblogger habe und die habe ich tatsächlich auch halbiert. Und ich habe gelesen Anna und Armand von Miranda Richmond Muyo, ich hoffe, man spricht diese aus dem Limes Verlag. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Buch hat es tatsächlich nicht verdient, dass es auf meinem Sub so lange versauert und vor allen Dingen, dass es zu einem Buchkaufblogger geworden ist. Ich bin sehr, sehr überrascht von diesem Buch gewesen. Also ich habe es in den 4 Monaten, in den letzten 4 Monaten tatsächlich gelesen. Ich habe euch nur noch nicht meine Meinung dazu, ja, abgedreht, weil es in den nächsten 5 gelesenen Büchern ein Bestandteil sein wird. Und ich hatte meine Befürchtung, ja, dass dieses Buch ein Kandidat werden wird, dass ich abbreche und aussortieren werde. Aber ich muss ehrlich sagen, meine Erwartungen hat das Buch tatsächlich sehr, sehr stark übertroffen und es war eine Lektüre, die mich sehr, sehr, ja, beeindruckt hat und die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber in meinen nächsten 5 gelesenen Büchern mehr dazu. Und ich habe es endlich von meinem Sub befreit. Dann bleibt nur noch ein Buchkaufblogger und zwar ist das Dornen des Glücks von V.C. Andrews aus dem Goldman Verlag. Mich hat es immer noch nicht zu diesem Buch gezogen und ich habe die Befürchtung, dass es auch so bleiben wird und dass die Reihe bis auf den ersten Band vermutlich bei mir einziehen wird, weil es einfach überhaupt nicht mehr meine Literatur ist, beziehungsweise mir der zweite Band ja auch so überhaupt nicht gefallen hat. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so gar nicht in Stimmung für dieses Buch komme. Naja, es bleibt ein Buchkaufblogger und bis ich es gelesen habe und Ende des Jahres wird dann definitiv eine Entscheidung getroffen. Und ja, so viel zu diesem Buch. Damit sind wir mit dem Update durch und wir kommen zu dem etwas spannenderen Teil und zwar, welche Bücher ich für meine nächste Sub-Challenge lesen möchte. Und als ersten Schritt bestimme ich wieder,
wie viele Bücher ich in den nächsten 4 Monaten bzw. bis Ende des Jahres lesen möchte. Und ich habe hier wieder mein Handy. Ich habe die Mindestanzahl 1 und die Maximalanzahl 6 eingegeben und drücke jetzt auf den Button. Und es ist die Anzahl 4. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und ja, 4 ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und wenn man drüber nachdenkt, dass mich ja schon 3 Bücher in den 4 Monaten sehr stark überfordert haben, dann wird es wahrscheinlich mit 4 Büchern nicht besser. Aber die Tage werden ja jetzt wieder kürzer, beziehungsweise das Wetter wird wieder kälter. Demzufolge mummel ich mich vielleicht auch wieder mehr auf dem Sofa ein und kann wieder ein bisschen mehr lesen. So, die Hoffnung, vielleicht schaffe ich es ja bis Ende des Jahres, diese 4 Bücher zu lesen, die ich jetzt gleich ziehen werde und vielleicht auch noch meine Buchkaufblogger. Das wäre natürlich vor allem für Weihnachten wirklich, grandios. Ich drücke mir die Daumen. Ich tue alles, dass ich es schaffen werde und ich hoffe, dass ihr mir auch die Daumen drückt. So, dann ermittle ich jetzt mal die Bücher, die es werden. Und zwar tue ich dafür wieder den Zufallsgenerator einstellen. Und zwar jetzt von 1 bis 37, weil insgesamt sind noch 37 Bücher auf meiner Liste, die ich habe. Und damit würfeln wir mal die nächste Zahl. Und das ist die 19 und ich zähle mal schnell durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Die 19 ist ein anderes Brooklyn von Jacqueline Woodson. Ich werde euch das Buch einfach mal heraussuchen. Ich habe euch das Buch mal herausgesucht und es war gar nicht so weit jetzt hier von meinem Sitzplatz entfernt. Und ich bin erstaunt, dass dieses Buch sogar noch in Folie eingepackt ist. Hier ist das gute Stück, also ein anderes Brooklyn von Jacqueline Woodson aus dem Piper Verlag. Ich glaube, ich hatte mir das Buch gekauft, weil ich 2018 oder 2017, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, über Bitten von Deborah Feldman gelesen habe. Und ich glaube, dass dieses Buch da erwähnt worden ist, beziehungsweise dass sie das gelesen hat heimlich. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, so war die Verbindung zu diesem Buch und bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich es gezogen habe, weil ich jetzt überlegt habe, ob ich den zweiten Band, also Überbieten von Deborah Feldman auch lesen möchte. Also ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt dieses Jahr noch schaffe, aber jedenfalls habe ich schon mal mit dem Gedanken gespielt. Und da passt das doch, so ein bisschen wie Faust auf Auge, beziehungsweise hat mir das Schicksal einen kleinen, Wink gegeben. Und bin sehr froh, dass ich dieses Buch gezogen habe. Um was geht es denn? Ich werde euch mal ganz kurz den Klappentext vorlesen. Die Freundinnen Angela, Silvia und August und Gigi ziehen über das glühende Pflaster Brooklyns der 70er Jahre. Im Hausergang nebenan dämmert ein Junkie. Vietnamkriegsveteranen laufen durch die Straßen. Solange die Mädchen zusammen sind, kann ihnen das nichts anhaben. Doch wenn sie zu Frauen werden, werden sie verwundbar. Ich finde, das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Lektüre. Hat auch, glaube ich, nicht so viele Seiten, ist also recht schmal. Und ja, ich bin sehr froh über die Lektüre und mal sehen, ob sie mir gefallen wird. Dann ziehen wir mal das zweite Buch, beziehungsweise bestimmen erstmal die Nummer. Und das ist die 17. Da muss ich gar nicht so weit zählen. Dann zählen wir mal eins nach oben, oder zwei nach oben besser gesagt. Das ist die Analphabetin, die rechnen konnte, von Jonas Jonassen. Ich werde euch das Buch mal heraussuchen. Auch dieses Buch war wieder nicht weit weg von mir. Ich brauchte mich quasi nur hier rumdrehen. Und hier ist das gute Stück. Die Analphabetin, die rechnen konnte, von Jonas Jonassen aus dem Pinguin Verlag. Ich habe dieses Buch damals gebraucht gekauft in einem Laden, der auch Gebrauchtbücher verkauft.
Und es war eigentlich in einem recht guten Zustand und ich hatte schon das ein oder andere darüber gehört und dachte mir, ich kann das einfach mal mitnehmen. Ich gucke gerade, was ich dafür bezahlt habe. Steht hier gar nicht drin. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich dieses Buch gebraucht gekauft habe. Oder habe ich es sogar als Mängelexemplar gekauft? Würde hier unten stehen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Normalerweise weiß ich eigentlich ziemlich gut, wo ich meine Bücher gekauft habe. Aber sei es, wie es jetzt sei. Und ich glaube, dass es hier so eine schöne Zwischendurchlektüre ist, die man schnell ja weggelesen werden kann. Ich weiß jetzt tatsächlich auch hier nicht so richtig, um was es geht. Ich werde euch einfach mal den Klappentext vorlesen. Mit 5 fing sie an zu arbeiten. Mit 10 wurde sie weise, mit 15 von einem Auto überfahren. Im Grunde deutet alles darauf hin, dass Nombeko ihr Dasein in ihrer Hütte im größten Slum Südafrikas fristen und sehr früh sterben würde. Aber Nombeko war ein Rechengenie und schon bald lag das Schicksal der Welt in ihren Händen. Klingt jetzt erstmal im ersten Moment für mich jetzt gerade nicht so spannend. Ich weiß gar nicht, warum ich es mir gekauft habe. Vielleicht klang es damals für mich spannend. Ich kann es gar nicht so richtig sagen, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass es eine schöne Lektüre von, ja, für nebenbei ist. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ich überlege gerade, welches Buch Jonas Jonasson vor diesem Buch geschrieben hat, die Analphabeten, die rechnen konnte. Ich glaube, das war ja ein blaues Buchcover. Bin mir gerade nicht so sicher. Ja, ich lasse mich hier quasi komplett von dieser Lektüre überraschen, aber ich bin davon überzeugt, dass es wahrscheinlich eine nette Geschichte für zwischendurch ist. Und ja, bleiben wir gespannt. Gerade reißt es mich nicht ganz so vom Hocker, aber das muss es ja auch nicht. Dann ziehen wir mal die Nummer 3 und ich mache wieder den Zufallsgenerator an. Und diesmal ist es die 32. Na, da kann ich halt wenigstens ans Ende der Liste gehen. 36, 35, 34, 33, 32. Und es ist Rabenliebe von Peter Wawrzynek, glaube ich. Und ich hole euch das mal. Und hier ist das gute Stück Rabenliebe von Peter Wawrzynek. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ein sehr schwieriger Nachname aus dem Kalini Berlin Verlag. Ich habe dieses Buch gebraucht gekauft, deswegen ist es in jedenfalls der Schutzumschlag in einem sehr, sehr desolaten Zustand. Aber ich habe damals drüber hinweggesehen, weil ich glaube ich nur nur ein paar Cent für diese Bücher bezahlt. Und deswegen fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe über diesen Autor in einem Podcast gehört und habe mir diesbezüglich Rabenliebe und noch ein Buch von ihm gekauft, damals zugelegt und habe seitdem auch nie angefasst. Ich weiß gar nicht warum, obwohl das so, so gut klang. Ich weiß noch, dass ich sehr begeistert war von diesem Podcast und dieser Vorstellung dieses Autors bzw. dieses Buches bzw. auch noch des anderen Buches. Ich glaube, dass es hier so ein bisschen autobiografisch ist und zwar geht es hier nach der Suche nach der eigenen Mutter und wie die Suche der Verlust der eigenen Mutter das Leben verändern kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war noch das, was ich in Erinnerung habe. Und darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Und mal gucken, wenn mir das Buch sehr, sehr gut gefallen wird. Das kann ich natürlich nicht sagen. Werde ich mir vermutlich noch mal eine bessere Ausgabe kaufen, weil dieses Buch ist wirklich schon in einem, wie man hier sehen kann, in einem sehr, sehr desolaten Zustand. Aber ich wollte mich nicht beschweren. Ich wollte mich nicht beschweren bei ein paar Cent. Ich glaube, ich habe 80 Cent dafür bezahlt. Und ja, da kann man sich einfach nicht für beschweren. Ja, darauf bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Macht mich sehr, sehr neugierig. Und wenn mir dieses Buch sehr, sehr gut gefällt, dann steht ja der anderen Lektüre, die ich von ihm noch auf dem Sub habe, nichts mehr im Wege. Oder ich ziehe sie mir auch gleich nochmal. Damit haben wir schon 3 Bücher, die ich in den nächsten 4 Monaten lesen möchte. Damit ziehe ich nur noch das letzte Buch und ich ziehe meinen Zufallsgenerator wieder heran und lasse ihn mal eine neue Zahl ermitteln. Und das ist die 25 und ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Es wäre eigentlich das Haupt der Welt von Rebecca Gabier, die 25, aber ich gehe einfach einen Punkt weiter runter. Und zwar ist es das amerikanische Idyll von Philip Roth. Ich werde es einfach mal holen. Ich bin ja tatsächlich etwas erstaunt, dass ich mir das schon 2018 gekauft habe. Ich hätte schwören können, dass ich mir das erst 2019 oder 2020 gekauft habe. Ich weiß es noch heute, wie ich in dem Buchladen stand und mir dieses Buch herausgesucht habe. Hier ist dieses gute Stück Amerikanisches Idyll von Philip Roth aus dem Robert Verlag. Ich finde dieses Cover ja so unglaublich faszinierend und wirklich gut gemacht. Soweit ich weiß, geht es ja hier um die amerikanische Gesellschaft und die Kritik, die der Autor an dieser Gesellschaft haben. Wir befinden uns hier in den Nachkriegszeiten, beziehungsweise dann auch später in den 60er Jahren in Amerika. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich wollte den Autoren eigentlich schon immer mal für mich entdecken, habe es aber nie getan. Und er hat ja, glaube ich, auch schon einiges geschrieben. Wie man hier sehen kann, ist das eine ganze Menge, was er schon geschrieben hat. Aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Aber das sind auch wieder 575 Seiten. Aber vielleicht sind diese Seiten ja auch schnell gelesen, wenn mir dieses Buch sehr, sehr gut gefällt. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Aber ich bin wirklich erstaunt, dass ich das schon 2018 gekauft habe. Ich hätte wirklich schwören können, das war 2019, 2020. Ja, so kann man sich irren, aber jetzt liegt es auf meiner Sub-Challenge und damit hoffentlich ist es bald vom Sub befreit und darf entweder bleiben oder muss ausziehen. Wir werden gespannt sein. Diesmal hat mir die Sub-Challenge wirklich eine bunte Mischung an Büchern herausgesucht, die ich, glaube ich, selber so hätte nicht treffen können. Vor allem von zwischendurch guten Büchern mal, auch von Autorinnen, die ich gerne mal für mich entdecken wollte, aber auch Bücher, die ich schon unbedingt mal lesen wollte, wie Ein anderes Brooklyn. Ich bin sehr gespannt auf die Lektüre, also von der Seitenanzahl gehen die Bücher eigentlich, also eigentlich ist es machbar. Ich gebe mein Bestes, die Bücher zu lesen, die ich jetzt hier gezogen habe und natürlich noch meine Buchkaufblogger, die ich noch habe, also zwei Stück, also insgesamt sind es dann 6 Bücher, die ich bis Ende des Jahres noch lesen möchte. Was ich natürlich sehr froh bin, dass ich diesmal kein Fausi wie Andrews Buch habe auf diesem Stapel, weil bisher war es ja fast immer so, dass dieses, dass einer der Reihen Fortsetzungen auf diesem Stapel gelandet sind und ich diesmal auch keine neue Reihe anfange, weil das Haupt der Welt ist ja auch ein erster Band und ist dann quasi auch eine neue Reihe, die ich beginne, aber die ist ja besteht ja zum Glück nur aus 2 Teilen, von daher geht es. Ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Auswahl und hoffe, dass ich es nicht schaffen werde, aber das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Sagt mir doch mal, ob ihr eins der Bücher kennt und ob ihr eins der Bücher auch mir empfehlen könnt oder auch, ob ihr nicht so gute Erfahrungen mit den Büchern gemacht habt. Ich glaube, die Analphabetin, die rechnen konnte, war ja auch schon mal in aller Munde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber lasst mir doch gerne zu den Büchern einen Kommentar da. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Damit sind wir auch am Ende dieses Videos bzw. der neuen Sub-Challenge angelangt. Beziehungsweise es fängt ja jetzt erst an, die Sub-Challenge, aber mit dem Video sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt schöne Lesestunden, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.